Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Schuhe, Kinderfüße, Probleme mit Füßen und so weiter interessieren. Weil diesmal gibt es nämlich ein Thema, das geht nämlich nicht nur die kleinen Kiddies auch was an. Beziehungsweise das ist ein Thema, das schleicht sich gewissermaßen durch alle Altersgruppen unserer Welt. Bei den Kleinen ist es ja immer besonders schwierig, wie stelle ich das denn überhaupt fest, dass die Schuhe, die ich jetzt habe, die mein Kind jetzt zurzeit gerade trägt, dass sie zu klein sind. Wichtiges Merkmal sollte man generell vorausschicken. Es gibt nirgendwo eine Klingel, die angeht. Sobald sich also bemerkbar macht, der Fuß hat keinen Platz mehr im Schuh. Und es gibt auch keine Mitteilung, die per Post bei euch ins E-Mail-Fach reinrutscht, beziehungsweise in den Briefkasten und sagt, Achtung, liebe Eltern, ihr müsstet jetzt mal wieder kontrollieren. Nein, sondern das ist sozusagen Sorgfaltspflicht der Eltern. Sollte man zumindest annehmen, ist leider noch nicht zu jedem durchgedrungen, weil wir hier im Kinderschuhladen bekommen natürlich auch immer mal so die dollsten Sprüche zu hören. Wie zum Beispiel, naja, die Schuhe sind jetzt neu, die kann jetzt mein Kind ein Jahr tragen. Toll. Das klappt ja vielleicht, ich sag mal, bei den 12- bis 14-Jährigen, aber alle in der Altersgruppe darunter, da komme ich nie ein Jahr lang mit einer Schuhgröße hin. Nun werden Sie ja wahrscheinlich schon, wenn Sie sich schon zu dem Thema Freiraum im Schuh mal informiert haben, immer wieder gelesen haben, dass also zumindest ein Freiraum von 9 bis 12 mm steigerungsfähig auf 17 mm empfohlen wird. Warum? Ganz einfach, wir haben unterschiedliche Fußgrößen. Das heißt, wenn ich sitze, ist mein Fuß total entspannt, kein Gramm Körpergewicht liegt drauf. Der Fuß sagt, ich fühle mich wohl, juhu, so kann es weitergehen. Dadurch, dass wir aber, wenn wir uns fortbewegen, das meistens in einer aufrechten Haltung machen, kommt natürlich dann auch das Körpergewicht des jeweiligen Menschen dazu. Das kann also von klein bis groß immer recht unterschiedlich sein. Aber dieses Körpergewicht drückt zum Beispiel den Fuß nach unten. Damit wird unser Fuß noch mal länger und da sind wir noch keinen Millimeter gelaufen. Und schon habe ich eine ganz andere Ausgangsgröße als zu meinem sitzenden Fuß. Nun haben wir das Wunder der Bewegung. Das heißt, unser Fuß bewegt sich mit seinen vielen Beinen, Sendern, Gelenken und so weiter und so fort. Das heißt, auch da verändert sich wieder die Größe unserer Füße. Und wer das ganz einfach mal nachprobieren möchte, kann das gerne mal machen. Und zwar machen Sie ein Bild oder einen Abdruck Ihres Fußes im Stehen. Und dann machen Sie dasselbe nochmal, wenn Sie den Fuß bewegen. Also wenn also eine leichte Fußbewegung drin ist, ich also zum Beispiel über den Ballen abrollen möchte, dann sehe ich zum Beispiel schon mal den Unterschied, dass meine Füße auf einmal 3 bis 5 mm länger werden. Es erfolgt ja schließlich eine Streckbewegung. Na? So, das wird alleine schon mal bei den Kinderschuhen als Voraussetzung genommen. Also 5, 6 mm brauche ich mindestens als Abrollraum. Hinzu kommen dann noch die 12 mm sollen es im Endeffekt sein, noch die restlichen 6 mm des Zuwachsraumes, weil Kinderfüße sporadisch und halt in Schüben wachsen. Man nimmt also an, dass jeder Fuß unabhängig vom Wesen, vom Geschlecht und von den körperlichen Merkmalen im Schnitt zwischen 1,5 und 2,5 mm im Monat wächst. Wenn ich jetzt also eine Schuhgröße kaufe, gehen wir immer davon aus, das Kind möchte 3 Monate im Schnitt damit zu Rande kommen. Zu Rande kommen heißt für uns, der Schuh ist dann immer noch gut. Er wird dann zwar mit der Zeit kleiner werden, was ja ganz logisch ist, weil die Füße halt wachsen. Und das erkenne ich zum Beispiel
als Mama immer zu Hause oder als Papa, je nachdem, wer sich die Aufgabe sozusagen überträgt, auch daran, indem ich zum Beispiel mal die Innensohle kontrolliere. Einfach mal die Innensohlen aus den jeweiligen Schuhen mal herausnehmen. Das lässt sich in 80% aller Fälle ganz einfach durchführen, weil viele Lieferanten machen das jetzt. So, und dann sehe ich natürlich immer ganz genau, bis wohin jetzt sozusagen die Zehe rutscht beim Laufen, beim Abrollen. Wie wir jetzt hier sehen, der Schuh wäre jetzt zu klein, weil die große Zehe schlägt schon hier an der Seite an. Das heißt, wir hätten vielleicht gerade mal noch 2-3 mm, aber dann ist es im Grunde genommen auch schon gegessen. Und dann muss man natürlich auch noch eines sagen. Wir haben natürlich auch noch eine Veränderung im Fuß, je länger ich laufe. Das heißt, wenn ich also einen Schuh den ganzen Tag anhabe, mit ihm stets und ständig unterwegs bin, weil ich in der Schule bin oder weil ich im Kindergarten bin und wir haben dort den ganzen Tag die Schuhe an. Wenn ich auf Arbeit bin, im Büro, wie auch immer, als Außendienstler unterwegs, trage ich die Schuhe im Grunde genommen mehr als 8 Stunden. So, und damit verändert sich natürlich auch nochmal der Fuß, weil der Fuß, der menschliche Fuß, wird im Laufe eines Tages immer ein paar Millimeter größer. Deswegen gibt es auch die allgemeine Empfehlung, immer Schuhe am Nachmittag zu kaufen. Zumindest für die Erwachsenen, damit diese sozusagen den Schuh nicht zu klein kaufen. Dass es aber genügend Beispiele gibt, dass viele dieses einfache Prinzip nicht beherzigen, zeigen jetzt meine folgenden Bilderchen. Also, da haben wir zum Beispiel den schönen schwarzen Ballerina, der so eng ist, dass sich sogar schon die große Zehe nach vorne bohrt. Ja? Oder wir haben den anderen, den weiß geblümten Ballerina, wo jeder im Grunde genommen sehen würde, der ist sowas von zu kurz und natürlich auch zu schmal, weil da wölbt sich schon alleine der Spann darüber hinweg. Und so gibt es natürlich viele, viele Beispiele, die man jetzt aus dem Alltag herauszaubern kann und wo ich immer sage, das Phänomen haben nicht nur die Kinder. Die Kinder können bloß nichts dafür, weil sie können nichts sagen. Ja? Zudem ist ja auch immer noch der leidige Umstand, da spielt mit da rein, dass sozusagen der Kinderfuß kann zusammengeschoben werden bis zu einem gewissen Alter. Das heißt auch da, ich kann einen Kind, was normalerweise die Größe 21 trägt, kann ich auch mal problemlos einen Schuh in der Größe 19 anziehen und sagen, oh, super, passt. Dass das irgendwo von der Proportion her nicht stimmt und dass mir das Kind jetzt nicht sagt, ja, oh, ah, tut mir aber weh. Das hat was damit zu tun, weil natürlich sich Kinder noch gar nicht damit innerlich befassen können. Die haben noch gar nicht den Lernprozess im Kopf. Wie muss ich reagieren, damit ich Mama zeigen kann, mir sind die Schuhe zu klein? Weil das muss ja der Kopf, das Gehirn, muss das ja erst lernen. Und dazu braucht es ja verschiedene Lernphasen. So, wenn ich jetzt mein Gehirn darauf zu trainiere, dass das Kind immer zu kleine Schuhe trägt, was es auch gibt, weil Eltern manchmal im Nichtwissen, schwieriges Wort, der tatsächlichen Größe immer Schuhe zu klein kaufen, dann lernt der Kopf es nicht, dort die richtigen Signale nach außen hin zu senden und das den Eltern verständlich zu machen. Ist alles ein sehr, sehr schwieriges Thema, muss ich immer wieder sagen. Wir sehen es hier im Geschäft tagtäglich und ich muss natürlich immer sagen, auch bei unseren Mamis, die die Kinder begleiten. Hintergrund ist natürlich, wir haben bei uns ein elektronisches Messgerät. Das geht mit Schiebern auf den Fuß zu und nicht jedes kleines Mäuschen ist immer davon begeistert. Was, das soll ich jetzt machen? Gottes Willen. Die Mama macht mal den Vorreiter. Natürlich macht das Mama immer ganz gerne, so als Vorbildwirkung. Ne? Dann messen wir die Füße der Mama aus und machen dann wieder unsere Erläuterungen dazu, was der Unterschied zwischen Fuß- und Schuhgröße ist. Entschuldigung. Und siehe da, alle bis jetzt gemessenen Mami-Füße hatten zu kleine Schuhe an. Nun mag das ja vielleicht auch daran liegen, dass wir Frauen immer dem modischen Ideal unterliegen. Wir wollen nach Möglichkeit kleine, zierliche Füße haben. Aber ich denke mal, in Zeichen oder in Zeiten der Fußgesundung oder der mehr Beachtung von Füßen und der gesundheitlichen Entwicklung im Rahmen oder in Zeiten der Barfußschuhe, der Vielfalt der Schuhpaletten, die es heutzutage gibt, sollte es doch nicht allzu schwer sein, für mich auch als Erwachsene
den passenden Schuh zu finden. Dadurch, dass wir aber vorrangig über Kinderfüße reden, werfe ich natürlich jetzt wieder oder appelliere an die Aufmerksamkeit der Eltern, dass sozusagen das Fußwachstum regelmäßig überprüft werden sollte. Das geht natürlich immer ganz einfach und so sagen wir es auch unseren Eltern hier immer im Geschäft. Macht Folgendes, nehmt die Sohle aus dem Schuh raus, stellt das Mäuschen drauf und schon seht ihr, wie viel Platz hier vorne noch ist. Auch hier haben wir eine kleine Kandidatin oder einen Kandidaten gehabt, der also hier schon mächtig an der Seite angeschlagen ist und wo ich jetzt sogar schon als Fachfrau sagen würde, der ist sogar von hier vorne, von der Zehenbox her, zu schmal für den Fuß. So, das kann man immer im Allgemeinen aus solchen Söhlchen mit herauslesen, weil wenn so ein Schuh jetzt über einen längeren Zeitraum zum Beispiel jetzt mal 8 Stunden im Gebrauch war, ich habe ein bisschen dolle geschwitzt, dann habe ich natürlich eine viel, viel dunklere Schweißspur, schwierige Worte heute alles, auf dieser Sohle und die färbt sich nicht immer automatisch mit demselben Farbton nach. So, deswegen also bitte nicht nur drauf schauen, sondern Sohle rausnehmen, Kind draufstellen, seht ihr immer noch, ob noch genügend Luft ist oder nicht. Hier bei diesem Kandidaten muss ich immer noch sagen, ihr seht, da ist also noch ein bisschen Platz nach vorne hin. Das wäre für mich jetzt so ein 4-Wochen-Schuh. 3 bis 4 Wochen, das müsste der hinkriegen. Damit kann man immer gut, kann man noch damit gut laufen, weil durch die gerade Großzehenlinie kann hier also die Zehe, die große Zehe, wirklich bis in die letzte Spitze hineinwachsen. Wenn ich das nicht habe und wie sozusagen hier mehr Platz im Bereich der zweiten, dritten Zehe ist, kann ich es ja nicht für die große Zehe nehmen. Ist ja Quatsch, die wechseln ja nicht die Position untereinander. Ne? Also, deswegen, genau aufpassen, wirklich mal einen Blick in die Schuhe werfen. Liebe Eltern, liebe Mamis, liebe Großeltern, es lohnt sich. Und es lohnt sich auch, da mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder Zeit zu investieren, damit ihr wirklich sicher gehen könnt, mein Kind trägt die passenden Schuhe und tut sich auch nicht weh. Ist das nicht ein tolles Gefühl? In diesem Sinne gerne bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder auf eure Aufmerksamkeit und natürlich auf unsere Abonnenten.